Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Seminare, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Wie du siehst, ist es ziemlich dunkel. Ich habe hier ein bisschen für Licht gesorgt. Ich sitze gerade in einem Tesla Model 3 und bin am Start des Langstreckentests. Du kennst hier die Tankstelle an der Gutenbergstraße in Kiel mit dem Triple Charger. Ich stehe hier gerade kurz vor, habe 95% im Akku, wie üblich zu unserem Langstreckentest, der uns an die Nordspitze Dänemarks nach Tverstedt zum Blauen Eishaus führt. Von dort aus geht's wieder zurück. Das sind gut 900 Kilometer, je nachdem, wie oft ich laden muss. Und ich möchte heute herausfinden, wie viel höher der Verbrauch mit Winterreifen im Winter ist. Denn wir haben ja schon einen Test mit dem Tesla Model 3 gemacht. Das war auch bei winterlichen Bedingungen so um die 10 Grad. Aber dieses Modell hatte Sommerreifen drauf. Insofern ganz interessant. Heute haben wir auch jetzt hier gerade so 12 Grad und werden dann sehen, wie hier mit der Standardbereifung für den Winter der Verbrauch ist. Zudem ist bei dem Test auch die Rahmenbedingungen noch ein bisschen verändert, denn wir haben ja jetzt schon die Supercharger, die 150 kW abgeben können. Und damals war die höchste Ladeleistung noch 120 kW. Schauen wir mal, wie das alles aussieht. Ich werde jetzt nämlich den ersten Supercharger dann auch anvisieren, sodass die Batterie dann vorgeheizt werden kann und wir dann optimal laden. Das Ganze wird wahrscheinlich anders werden. Er schlägt mir jetzt hier gerade noch auf dem Navigationssystem vom Tesla einen anderen Supercharger vor, aber das werde ich nicht schaffen. Und dort werden wir dann so nach rund 300 Kilometern laden. Ich nehme euch mit auf die Tour. Ihr kriegt einen kurzen Überblick natürlich über die einzelnen Etappen. Und dann werden wir sehen, wie die Testbedingungen diesmal sind. Vom Wetter her wird es so um die 10 bis 16 Grad sein. Wir werden unter anderem wahrscheinlich auch ein bisschen Regen haben. So ist das eben halt in der Praxis. Da kann man nicht immer für optimale Bedingungen sorgen. Aber ich werde das natürlich alles dokumentieren, sodass wir das dann im Verbrauch auch sehen. Der Verbrauch, da bin ich wirklich gespannt, denn gestern bin ich mit 150 km/h über die Autobahn gefahren und hatte einen überraschend hohen Verbrauch, nämlich so um die 24 Kilowattstunden. Die gleiche Strecke bin ich schon öfter mit meinem Tesla Model S gefahren und hatte da dann zum Beispiel 25 Kilowattstunden. Also insofern wird es spannend, wie sich das Tesla Model 3 jetzt hier auf der Langstrecke mit Winterreifen schlägt. Auf geht's! Für alle, die sich noch nicht so gut auskennen mit dem Tesla Model 3, wir sehen hier das zentrale und einzige Display. In diesem Display kann man dann auch die Navigation machen. Ich hatte hier einfach mal die Zieladresse angegeben, das ist der Tannisburg Way in Winslow bzw. Tverstedt, und dann ermittelt das Model 3 ganz selbstständig die Route. Das Auto hatte mir jetzt vorgegeben, in Haverslow zu laden, das ist hier oben. Das ist mir ein Tick zu weit. Ich werde jetzt auf Randers das Ganze konfigurieren und das kann ich insofern so machen, dass ich dann hier auf die Supercharger-Symbole tippe, wenn sie nicht sichtbar sind, und dann werden sie alle sichtbar, dann klicke ich kurz hier drauf, dann zeigt er mir auch gleich an, was ich dort zahlen muss. Ich muss nämlich in Kronen zahlen, das heißt, immer abhängig vom Land zahlt man dann in den entsprechenden Währung umgerechnet in Euro. Das heißt, ich klicke dann hier drauf, dann startet die Navigation und je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist, geht das halt relativ zügig oder nicht. Jetzt werde ich, das ist jetzt hier blau angehakt, mit Autopilot navigieren. 296 Kilometer zeigt er mir. Letztes Mal sind wir 297 gefahren. Wir werden sehen, wie es jetzt aussieht. Und ich soll in 3 Stunden, 2 Minuten dort sein. Ja, so sieht's aus. Das ist das zentrale Display. Ich werde jetzt hier nochmal die Temperatur auf 23 Grad hochdrehen. Das ist fürs Model 3 extrem warm. Also ich werde jetzt gleich mir nochmal meinen Pullover ausziehen und hier noch im T-Shirt sitzen. Aber bei allen Autos machen wir 23 Grad und es ist im Sommer angenehm, im Winter je nach Auto zu kalt oder zu warm. Im Model 3 ist es viel zu warm, das weiß ich aus dem letzten Test. Insofern muss ich mich dann einfach hier dünner anziehen. Sitzheizung habe ich aus. Insofern sind die Testbedingungen dann auch für alle Autos gleich. Ich bin jetzt bei meinem ersten Ladestopp hier in Randers angekommen. Das ist bei Graceland, also wenn ihr hier mal vorbeikommt, nehmt euch die Zeit, die haben super Burger und American Food. Das ist so ein Elvis-Museum im Prinzip.
Ich habe nicht so viel Zeit. Ich werde hier nur kurz laden. Ich denke mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Denn ursprünglich sollte ich mit 18% ankommen, laut Planung von dem A Better Route Planner. Ich bin jetzt mit 14% angekommen, werde aber auch schon mit 66% weiterfahren. Und dann geht's auch schon gleich direkt zum Ziel, zum Blauen Eishaus nach Tverstedt. Und dann werde ich auf dem Rückweg in Hjøring laden. Ja, die Fahrt war bisher so durchwachsen. Es war immer mal wieder die Straße feucht. 200 Kilometer war es trocken und 100 Kilometer feucht. Hat immer mal wieder ein bisschen geregnet, aber nicht besonders doll. Und ich bin in den morgendlichen Berufsverkehr bei der einen oder anderen Stadt gekommen, sodass die Geschwindigkeit ein bisschen geringer ist als eigentlich geplant. Aber ich denke mal, in Kombination mit dem Regen wird sich das ausgleichen, sodass die Verbrauchswerte hier durchaus realistisch sind. Denn so ist das in der Praxis, keine Fahrt gleich der anderen und insofern muss man immer so eine gewisse Toleranz dabei haben. Auch die Ladung ist hier nicht besonders gut. Ich bin hier am neuen Supercharger, also hier stehen sozusagen sogar noch die Supercharger der ersten Generation. Ich stehe natürlich am neuen, aber habe hier nur 116 kW. Also nicht so viel, wie das Model 3 eigentlich laden könnte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin hier völlig alleine und insofern liegt es nicht daran, dass die Ladeleistung geteilt wird oder sonstiges. Es muss einfach hier dann an ja vielleicht der Batterietemperatur liegen, obwohl nach 300 Kilometer mit einprogrammierten Supercharger die Batterie in der optimalen Temperatur sein müsste. Aber so ist das in der Praxis, da hat man nicht immer die Top-Ladeleistung, insbesondere bei Tesla jetzt in den letzten Monaten. Durch die Updates ist die Batterie deutlich sensibler geworden, also früher hat man stabiler die maximale Ladeleistung bekommen, jetzt ist es nicht mehr ganz so gut zu kalkulieren, aber wir reden hier wirklich um wenige Minuten maximal, die der Ladevorgang dann länger dauern wird. Noch ein kleiner Exkurs für alle, die etwas tiefer in den Akku, in die Batterie schauen wollen. Die Info, wie ihr seht, nach ungefähr 3-4 Minuten Laden bricht plötzlich die Ladeleistung von 116 auf 109 ab. Und nach meiner Recherche liegt das daran, dass dann die Heizleistung für die Batterieheizung deutlich erhöht wird. Das passiert ja beim Model 3 über die Motoren, in der Regel über den Frontmotor, der dann sozusagen ineffizient bewegt wird und dadurch Wärme produziert, die wiederum das Kühl- bzw. Thermalmanagement beeinflusst. Und das braucht bis zu 7 kW und die fehlen hier sozusagen dann allerdings auch nur so für 3-4 Minuten rund und dann geht die Ladeleistung wieder zurück auf 116 kW und insofern ist der Einfluss auf die Ladedauer wirklich minimal. Aber man kann eben halt gut sehen, wie hier das Batteriemanagementsystem aktiv daran arbeitet, den Ladevorgang so schnell wie irgend möglich zu machen. Ja, jetzt ist es auch endlich so hell, dass ich hier euch dann vielleicht auch mal ein paar Bilder aus dem Innenraum und auf die Straße zeigen kann. Denn bisher war es so dunkel, dass das filmerisch gar nicht umsetzbar war und durch den Regen dazu natürlich noch deutlich schwieriger. Gucken wir uns mal kurz den Bildschirm an hier vom Laden. Wie gesagt, ich bin hier mit 14% angekommen. Jetzt sind wir schon bei 27, 28. Mein bisheriger Verbrauch, den kann man hier beim Trip A sehen, den hatte ich zurückgesetzt. Das sind 296,6 Kilometer, die wir hergefahren sind. 59 Kilowattstunden haben wir verbraucht. 19,7 Kilowattstunden haben wir als Durchschnittsverbrauch. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein ähnlicher Wert wie beim letzten Test mit den Sommerreifen. Schauen wir uns mal an, ob das so bleibt, denn ich fahre natürlich die Strecke hin und zurück und möglichst zeitnah aneinander, sodass dann eben entsprechend hier auch die Einflussfaktoren wie Wind und dergleichen möglichst ausgeglichen sind. Ja, nutzen wir die kurze Zeit, die wir hier haben, fürs Laden noch mit einem kurzen Blick auf den Supercharger. Wie ihr seht, sind hier die neuen Stalls, die Variante 2 sozusagen. Und wenn man dann hier rüber schaut, dann sieht man die Generation 1, die ist nicht beleuchtet, viereckiger.
Noch einen kurzen Blick aufs Auto. Was ist das für ein Model 3? Maximale Reichweite, weißer Innenraum, der anthrazitfarbene äußere Lack. Dann haben wir die Aerofelgen mit den Winterreifen in der Dimension 235, wenn ich mich richtig erinnere. 235/45 R18, also die Standardreifen. Ich nutze mal die Gelegenheit, jetzt auf dem Abschnitt von Randers nach Twerstedt euch kurz was zu zeigen. Ich habe jetzt die Route angezeigt. Der Vorteil dieser Anzeige ist, dass man A, natürlich einen Überblick über die gesamte Route hat, aber B, auch sieht, mit welchem State of Charge, also Akkufüllstand, man in der Zielregion ankommt, also am Ziel, hier in der Tannisburg. Und das Problem ist aber, das war früher vor zwei Softwareversionen anders, wenn ich jetzt die Navigation größer sehen will, kann ich das erstmal schön bequem einfach so hier nach oben schieben. Dann habe ich plötzlich die Detailansicht und kann dann zum Beispiel in der Stadt natürlich viel besser sehen, wo ich hinfahre. Aber man sieht jetzt nicht mehr hier irgendwie, mit welchem State of Charge man am Ziel ankommt. Ich meine, jetzt beim Model 3 ist es nicht ganz so relevant, weil die Batterie relativ groß ist und die Reichweite komfortabel. Aber wenn man dann mal kurz auf knapp plant, ist es schon gut zu wissen, beziehungsweise im Laufe des Fahrens zu sehen, wie sich der Ankunfts-State of Charge verändert. Ja, was bei dem Navi richtig blöd ist, und da verstehe ich ehrlich gesagt Tesla nicht, dass sie die ganze Zeit irgendwelche blöden Spiele, ich muss mal so deutlich sagen, hier für die Ladepausen, die immer kürzer werden, entwickeln und es nicht hinkriegen, ein Zwischenziel einzugeben. Denn wie ihr seht, komme ich jetzt mit 25% in Twerstedt hier oben an, aber dann werde ich sozusagen dem Schicksal überlassen und muss mich selber um die Ladung kümmern. Das heißt, ich habe vorher natürlich geplant, dass ich dann hier in Jöring da oben lade, aber das muss ich sozusagen entweder abschätzen oder muss ich dann entsprechend mit einem guten Planer, wie zum Beispiel den Better Route Planner, planen, und das ist natürlich nicht sehr komfortabel. Heute haben wir ein bisschen Pech, wieder eine Baustelle, aber interessanterweise ist ja in der Baustellenampel unter dem roten Licht zu sehen, wie viele Sekunden es noch dauert. Also ich muss jetzt noch gut 30 Sekunden warten und dann wird sie grün. Finde ich richtig clever gemacht. Haben die denen wieder eine gute Idee, wie man die Wartezeit überbrücken kann. Denn gerade bei Baustellenampeln ist es ja immer so, dass ich nie weiß, wann es weitergeht. Und so ist das dann schon gut, wenn man sozusagen den Countdown mitzählen kann. Also auf geht es. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los! Wir nähern uns dem Ziel, kommen jetzt in Tannis Bay an. Das Tolle ist, hier in Twerstedt, man kommt von hier aus direkt zum Strand. Aber wir sind ja erstmal an dem blauen Eishaus interessiert. Mal gucken, ob es noch auf hat. Das weiß ich gar nicht, ob noch Saison ist. Ich habe zur Sicherheit noch ein paar dänische Kronen mit, sodass ich, wenn ich will, mir noch ein Softeis hier kaufen kann am blauen Eishaus. Hier links gibt es übrigens auch ein paar Tesla Destination Charger. Im Ort gibt es eine Typ 2 Ladestation. Und es sieht nicht gut aus. Die erste Bude ist schon mal zu. Und da ist das blaue Eishaus leider schon geschlossen. Also insofern diese Saison nur ein einziges Mal haben wir hier essen können. Denn das Problem ist, wenn Saison ist, dann ist auch mal sehr voll. Und dann machen die Langstreckentests natürlich auch keinen Spaß. Jetzt sieht es hier fast so aus, als ob das Meer bis zur Straße reicht. Mal gucken, wie groß der Strand ist. Der ist jedes Mal anders. Aber das Interessante ist, in Dänemark kann man eben halt direkt an den
Strand mit dem Auto fahren und oh, der ist echt sehr schmal dieses Jahr. Oh, krass. Also normalerweise ist der Strand hier viel, viel breiter. Ich würde fast sagen, bis zum ersten Wellenkamm da hinten. Aber hier kann man jetzt also problemlos fahren und mit dem Allrad, das ist natürlich umso interessanter. Zeit für ein erstes Fazit hier nach der Halbzeit in Tverstedt. Ich bin 457 Kilometer gefahren, ganz genau 456,9, habe dabei 92 Kilowattstunden verbraucht. Das entspricht einem Durchschnitt von 20,2. Ich bin gespannt, wie der Rückweg ist. Ihr bekommt natürlich zu den einzelnen Abschnitten noch die weiteren Details, die ich dann im Nachhinein jetzt hier noch genau aufschreibe, also wie lange was gebraucht hat. Dann rechne ich noch die Sonderfaktoren raus. Wobei heute, muss man sagen, ist das von der Zeit natürlich rauszurechnen, Sonderfaktoren, weil es einfach voller war und ich somit etwas langsamer gefahren bin. Vom Verbrauch her, denke ich mal, gibt's nicht die Sonderfaktoren, denn die geringere Geschwindigkeit, die ich teilweise hatte, wurde durch zusätzliche Feuchtigkeit, also Regen, ausgeglichen. Insofern denke ich, dass es hier keinen wirklich großen Unterschied gibt. Dementsprechend werde ich dann nochmal im Detail gucken, ob es da überhaupt irgendwelche Korrekturen geben wird. Jetzt geht's wieder zurück Richtung Kiel, Gutenbergstraße, damit der 900 Kilometer Test dann entsprechend vollendet wird. Wie man sehen kann, haben wir jetzt Gegenwind, wenn wir auf dem Hinweg Rückenwind hatten. Aber dadurch, dass ich relativ zeitnah wieder zurückfahre, gleichen sich solche örtlichen Ungerechtigkeiten sozusagen schnell auf. Jetzt geht es erstmal zum nächsten Supercharger. Ich habe nur noch 14% in der Batterie, also ist es Zeit nachzuladen. Details dann am Ladestopp. Was mir bei dem Model 3 aufgefallen ist, dass die Vorbereitung, bis er dann lädt, doch recht lange dauert. Also ich muss mal gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert, denn bisher lädt er noch nicht. Gucken wir noch mal kurz draußen, was da los ist. Wir haben immer noch den Handshake. Dann riegle ich noch mal. Mal rausziehen, noch mal reinstecken. Jetzt hat es geklackt und müsste funktionieren. Da das nicht mein Auto war, hatte ich natürlich weder die App noch einen Keyfob und konnte somit die Entriegelung nur im Auto direkt machen. Sonst ist das viel bequemer. So, jetzt sagt er, er fängt an zu laden. Ich gucke mal kurz auf meinen Plan, wie lange ich jetzt hier laden muss. Ich glaube bis 74%. Genau. Er sagt 19 Minuten. Ich denke mal, das dauert ein bisschen länger. Aber schauen wir einfach mal, wie lange es jetzt wirklich dauert. Was man jetzt bei der zweiten Ladung nach 483,3 Kilometern deutlich sieht, der Einbruch, um die Batterie aufzuheizen und somit die verminderte Ladeleistung, ist hier nicht vorhanden. Also das heißt, von 13% State of Charge bis 57% ballert hier das Model 3 mit 120 kW komplett durch. Und erst ab 66% ist das Model 3 dann unter 100 Kilowatt Ladeleistung und hat bis dahin 43 Kilowattstunden geladen. Das finde ich wirklich beeindruckend, selbst an dem Supercharger, wo jetzt noch nicht die volle Ladeleistung zur Verfügung steht, bedeutet das, dass man hier innerhalb der entsprechenden Zeit die Lademenge, die Energiemenge für 200 Kilometer oder sogar mehr fahren reinbekommt.
Das heißt, schon jetzt haben wir in dieser Zeit, in den 20 Minuten, die die Ladung gedauert hat, die Reichweite geladen und 20 Minuten, so 15 bis 20 Minuten, das ist eigentlich eine Zeit, die kaum ins Gewicht fällt. Alles darüber merkt man dann, muss man entsprechend füllen, zum Beispiel mit Essen, Arbeiten und Co. Und dann sind natürlich 40 bis 60 Minuten auch kein Unterschied mehr. Aber jetzt geht's weiter zur nächsten Etappe. Im Spiegel könnt ihr es vielleicht noch sehen. Ein e-tron habe ich gerade auf der Autobahn getroffen. Und was ich sehr gut finde hier im Model 3, der Browser funktioniert endlich wieder, denn den kann man in meinem Model S75 komplett vergessen, weil er noch den langsameren Chip hat und jetzt auch wahrscheinlich noch andere Probleme bekommen hat, kann ich da eigentlich kaum noch irgendwas drauf sehen. Also meistens alles schwarz oder weiß, je nach Tageszeit sozusagen. Und hier kann ich jetzt Better Route Planner ausführen und während der Fahrt laufen lassen, sodass ich dann genau sehe, was los ist. Allerdings sehe ich jetzt nicht mehr die Navigation und das finde ich ist echt ein Nachteil beim Model 3. Da ist der Bildschirm einfach zu klein bzw. fehlt das Kombi-Instrument, denn beim Model S habe ich im Kombi-Instrument dann nochmal die Navigation und natürlich auch einen viel größeren Bildschirm. Und das ist ein echter Nachteil hier im Model 3. Das Wetter jetzt auf der Etappe von Jöring nach Hiemstedt ist wie so den ganzen Tag wechselhaft. Es tröpfelt immer mal wieder. Wir haben eine feuchte Straße. Und ich habe genau nach Plan von dem Better Route Planner hier auf 74% State of Charge geladen. Und jetzt sagt mir das System von Tesla, ich soll lieber 125, nicht 130 fahren, um das Ziel zu erreichen. Ich denke, dass ich das Ziel trotzdem erreichen werde. Geplant sind 15%. So, jetzt werde ich die Spur mal wechseln, Lenkrad leicht drehen. Dann wechselt er die Spur und wenn er die Spur dann drüben wieder gefunden hat, dann kommt dieser blaue Strich und jetzt ist der Lenkassistent wieder aktiv. Das Model 3, was ich fahre, hat also Full Self Driving, also auch die Möglichkeit, hier Autos zu überholen. Es funktioniert nicht hundertprozentig, also manchmal wird mir ein Spurwechsel angeboten oder vorgeschlagen, wenn es wirklich Sinn macht, aber auch eben nicht. Also jetzt habe ich zum Beispiel ja hier gerade die beiden LKWs überholt. Und ich hatte es jetzt schon öfter, dass mir dann vorgeschlagen wurde, zwischen die LKWs zu fahren, was dann dazu geführt hätte, dass ich ausgebremst werde, denn die Lücke ist so klein, dass mit dem Assistenten hier gar nicht das möglich wäre. Jetzt überhole ich wieder ein Auto, es wird hier angezeigt. Jetzt setze ich den Blinker, drehe ganz leicht das Lenkrad und jetzt lenkt er von alleine rüber, während ich die ganze Zeit blinke. Wenn ich drüben bin, lasse ich den Blinker los und schwupps, hat er wieder die Spuren. Und alles ist wieder im grünen Bereich. Also der Lenkassistent funktioniert so ganz zuverlässig und hat allerdings den Nachteil, wenn es dreckig ist bzw. regnet oder Schnee, dann funktioniert er nicht. Also das heißt, heute selbst bei diesem ja nicht so starken Regen und Feuchtigkeit habe ich immer wieder Ausfälle vom Spurwechselassistenten, weil der Totwinkel Warner da nicht funktioniert, denn die Kameras sind hier in der B-Säule und werden dann entsprechend auch immer leicht dreckig. Ja, dann werden wir mal die nächste Etappe fahren, sind ja immerhin noch eine Stunde 41 Minuten, also 175 Kilometer, insgesamt liegen noch 388 Kilometer vor uns. Ihr seht, der Durchschnittsverbrauch steigt, weil wir jetzt gegen den Wind fahren und insofern bin ich mal gespannt, was denn insgesamt nachher als Verbrauch rauskommt. Wir haben also immer noch Gegenwind. Das merkt man auch beim Verbrauch. Durchschnittlich sind wir bei 21. Gucken wir uns mal an den momentanen Verbrauch. Da sind wir jetzt bei 22,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auf den letzten 50 Kilometer. Ich bin jetzt hier in Hedenstedt angekommen mit 5%, geplant waren eigentlich 15, aber aufgrund des Gegenwindes habe ich 10% mehr verbraucht. Das war dann letztendlich auch die Prognose die ganze Zeit vom Tripplaner, nachdem ich gestartet bin und insofern war das dann zu erwarten. Ja, wie sieht der nächste Plan aus? Also eigentlich ist geplant, dass ich hier in Hedenstedt nur bis 70% lade, um dann so mit 14, 15%
in der Gutenbergstraße in Kiel anzukommen. Allerdings muss ich sagen, nach der Erfahrung, die ich eben hatte, werde ich wohl auf 80% laden, also lieber ein bisschen mehr Zeit investieren, denn ich brauche schon so mindestens 15, gerne auch 20% in der Gutenbergstraße. Warum? Ganz einfach, ich habe heute noch einen weiteren Termin, zu dem ich fahren muss und ich möchte jetzt nicht dann in der Gutenbergstraße dann dem Triple Charger mit sehr leerer Batterie laden. Warum nicht? Ganz einfach, die Batteriespannung vom Model 3 ist relativ gering und wenn ich dann an einem 50 kW Lader lade, der mir nur 125 Ampere zur Verfügung stellt, dann werde ich da so Laderaten von 37 kW oder sowas sehen. Und ich weiß, dass, ich glaube, das sind so 20, 30 Kilometer entfernt der nächste Ionity Charger ist. Und da möchte ich natürlich viel lieber laden, denn dort kann ich richtig schnell laden. Ja, ansonsten zwischendurch war die Strecke relativ trocken. Hat zwei, dreimal so ein bisschen getröpfelt, aber das war auch alles. Und jetzt hier in Henstedt ist schon wieder ziemlich neblig und die Temperatur jetzt bei 13 Grad. Insgesamt haben wir hier also auch nach wie vor noch Frontalwind, Gegenwind und dementsprechend werde ich jetzt hier ein bisschen länger laden und dann geht's schon nach Kiel. Ich freue mich drauf, denn das war eine wirklich kurze Tour hier mit dem Model 3, das heißt die Langstreckentauglichkeit ist wieder unter Beweis gestellt worden. Die genauen Details werde ich dann nochmal in der Abschlussanalyse dir am Rechner mit den ganzen Daten nennen, wenn ich hier alle Daten habe. Ja, was gibt's zwischendurch schon mal so als Überraschung zu nennen? Also ich bin ehrlich gesagt überrascht über den Verbrauch. Wir haben jetzt hier 702,2 Kilometer und 148 Kilowattstunden auf dieser Strecke verbraucht. Das heißt 211 Kilowattstunden, also 21,1 Kilowattstunden habe ich verbraucht. Das ist relativ viel. Ich hätte gedacht, dass ich mit dem Model 3 weniger verbrauche, aber wir sind noch nicht im Ziel. Nichtsdestotrotz, ja, ich weiß nicht, also ich erwarte ehrlich gesagt keine Wunder. Wir hatten damals beim letzten Wintertest aber allerdings mit Sommerreifen 18,4 Kilowattstunden Verbrauch. Ob wir in die Richtung kommen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Winterreifen werden hier also wirklich doch ein Tribut zollen und dementsprechend bin ich dann gespannt, was wir dann am Ende verbrauchen werden. Aber jetzt mache ich erstmal hier Pause, nutze die Zeit, um ein paar Daten zu notieren, denn ich kann ja hier nicht das Auto verlassen, um die Ladung hier aufzuzeichnen, denn das muss ich hier mit dem Video machen, denn ich habe keinen Online-Zugang zu dem Auto und dementsprechend werde ich dann sozusagen meine ganz normalen Pausen immer erst machen, nachdem die Videos aufgezeichnet sind. So, ich habe es geschafft, ich bin wieder zurück. Die letzte Etappe war richtig stressig, viel dichter Verkehr. Ich muss mal gucken, wie ich das alles werten kann. Aber das Wichtigste, ich habe es zurückgeschafft. Das Model 3 hat mich gut hierher gebracht. Und jetzt folgt die ausführliche Analyse über die Daten, die ich während der ganzen Fahrt gesammelt habe. Auf geht's! Worauf ich mich jetzt am meisten freue, ist Temperatur runter. Ich versuch's mal mit 20 Grad. Boah, mir ist so warm. Denn wie gesagt, die heiße Luft kommt unter dem Sitz hier vor und ich habe das Gefühl, dass irgendwie so 30 Grad. Also Sitzheizung habe ich sofort wieder ausgestellt, nachdem die warme Luft von da unten kam. Also insofern hat alles gut geklappt. Hier sehen wir schon mal die ersten Daten. Also 915 Kilometer bin ich gefahren, 191 Kilowattstunden habe ich verbraucht. Das heißt ein Durchschnitt von 20,8 Kilowattstunden. Wie gesagt, ich muss jetzt nochmal die Notizen durchgehen, um zu schauen, was dort wie gewertet werden kann und was ich eventuell noch korrigiere. Auf geht's! Bevor wir uns jetzt die Daten im Detail anschauen, nochmal zur Erinnerung. Ich mache bei diesem Langstreckentest die Fahrten immer auf der gleichen Strecke. Du findest in einem extra Video, ich blende das dir hier mal ein, nochmal die genauen Rahmenbedingungen, die ich möglichst gleich halte. Dazu muss man natürlich sagen, dieser Test ist auf einer ganz normalen Straße unter wechselnden Witterungsbedingungen, Straßenverkehrsbedingungen und so weiter. Und ich versuche das so weit wie irgend möglich alles rauszurechnen. Das heißt also auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich Probleme beim Laden habe
oder sonstige Sachen, weiß ich, fast ein Stau, ich mich verfahre, wie es jetzt aktuell passiert ist, das rechne ich halt raus, damit eben halt solche ungewöhnlichen Ereignissen das Ergebnis nicht verzerren. Warum mache ich das? Denn der Hintergrund dieser Tests ist ja, dass ich herausfinden will, wie langstreckentauglich ein entsprechendes Fahrzeug ist. Und das ist nur auf das Fahrzeug bezogen bei meinem Test relevant und alles andere, was sozusagen nichts mit dem Fahrzeug zu tun hat, wie die Ladeinfrastruktur, diese Sachen lasse ich raus. Also, gucken wir uns mal an, was beim Tesla Model 3 maximale Reichweite mit den Standard-Winterreifen an Testergebnisse herausgekommen sind. Wie gesagt, Winterreifen 235, 45, R18 sind drauf mit dem Pirelli Sotto Zero 3. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich über den Verbrauch überrascht war. Das können wir natürlich immer ganz gut in der Relation sehen. Aber lasst uns einfach mal ganz kurz die einzelnen Punkte durchgehen. Insgesamt habe ich auf den 915 Kilometern, die ich hier gefahren bin, nur dreimal geladen. Also insofern gibt es gar nicht so viel über die Ladepausen zu sagen. Die erste Fahrzeit war für die 296 Kilometer 2 Stunden 44. Und dann habe ich nur 22 Minuten geladen. Nämlich, nachdem ich die Batterie von 94 auf 14% verbraucht hatte, von 14 auf 66%. Also das heißt, ich habe 40 Kilowattstunden hier in 22 Minuten geladen. Bei der ersten Ladepause, das hattest du ja gesehen, gab es einen kurzen Einbruch wegen der Batterieheizung, der hier auch etwas länger war als bei den anderen. Da war teilweise gar nicht mehr vorhanden. Da sieht man eben halt, über die Langstrecke entwickelt sich dann auch die Batterietemperatur abhängig von der Anzahl der Ladungen. Die Spitzenladeleistung war hier nur bei 116 kW. Das lag, denke ich mal, nicht nur an der Batterie, sondern auch an dem Supercharger in Randers. Der ist, soweit ich das bisher mitbekommen habe, nicht gerade der schnellste. Ich habe dann zum einen hier 7 Minuten rausgezogen, weil ich sowohl in Kolding als auch in Aarhus im Berufsverkehr gelandet bin, denn ich musste aufgrund des Zeitplans relativ früh losfahren. Normalerweise fahre ich in Kiel so zwischen 7:30 und 8 los. Dann bin ich sozusagen zwischen den ganzen Berufsverkehren unterwegs. Jetzt musste ich hier schon kurz nach 5 los, weil ich eben nur bis 15 Uhr Zeit hatte. Und dementsprechend bin ich in den Berufsverkehr gekommen. Ich habe mir dann einfach angeschaut, wie lange habe ich gebraucht mit dem anderen Model 3 Test. Da haben wir genau die gleichen Ladestationen angefahren und hatten da wirklich optimale Straßenbedingungen. Das heißt also keinen Stau, wir sind super durchgekommen. Dann habe ich hier natürlich die nächste Strecke von Randers nach Jöring. Also wir fahren ja erstmal über das blaue Eishaus sozusagen zum Wendepunkt und dann noch ganz kurz wieder zurück nach Jöring gemessen. Und das Interessante bei dem Test ist, dadurch, dass ich hin und zurück relativ zeitlich dicht aneinander fahre, werden eben halt Einflussfaktoren wie Wind und sowas ausgeblendet. Und dort habe ich dann 20,9 Kilowattstunden verbraucht für die 186 oder auf den 186,7 Kilometern im Durchschnitt. Da war ich knapp 2 Stunden unterwegs und habe dann 27 Minuten geladen, denn ich habe von 13% auf 74% geladen, also insgesamt 47 Kilowattstunden. Hier hatte ich dann eine Spitzenladeleistung von 121 kW und die Temperatur war immer noch so um 13 Grad, mal war es ein bisschen nässer, ein bisschen gefitzelt, aber so richtig stark geregnet oder sowas hat es nicht. Auch bei diesem zweiten Abschnitt habe ich 7 Minuten abgezogen, weil ich zum einen da an der Baustelle auf der Landstraße stand und zum anderen eben auch noch dichteren Verkehr dann in Aarhus muss das gewesen sein, Aalborg. Ich verwechsel immer die beiden Städte. Dann habe ich auf der letzten Etappe 22,84 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Das sind 218,9 Kilometer, die ich gefahren bin. Insgesamt hat das wieder so knapp 2 Stunden gedauert. Ich hatte jetzt hier auch wieder eine Ladepause, die 27 Minuten betragen hat. Und habe hier 49 Kilowattstunden hinzugeladen.
Angekommen bin ich mit 5% und habe auf 70 geladen. Eigentlich wollte ich mit 15 ankommen, aber wie ihr seht hier, ich habe fast 23 Kilowattstunden verbraucht, also mehr als kalkuliert. Das lag unter anderem daran, dass ich eben halt Gegenwind hatte, aber dadurch, dass ich auf der Hinfahrt Rückenwind habe, egalisiert sich das ja auch wieder. Hier habe ich die Ladung nur bis 70% gemessen. Real habe ich höher geladen, weil ich, nachdem ich in Kiel wieder angekommen bin, noch weiterfahren musste und deswegen mehr brauchte und in Kiel einfach keinen schnellen Lader am Start- und Zielpunkt habe, sondern ganz normalen 50 kW Lader und das umgehen wollte, weil das dann zu lange gedauert hat. Aber wie gesagt, ich habe das einfach rausgerechnet und insofern ist es ja trotzdem ein entsprechend realistisches Ergebnis. Ja, und dann kam die letzte Strecke noch zum Zielpunkt. Dort habe ich dann 20,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht auf den 200 Kilometern. Das liegt unter anderem daran, dass ich hier häufiger nicht 130 km/h gefahren bin, sondern eben halt 110 oder 120 aufgrund der Straßen, also der Verkehrslimit, der Tempolimits. Auch das hat wieder eine Stunde 55 gedauert. Das heißt, also ich bin immer so knapp 2 Stunden gefahren und habe dann geladen oder war am Ziel. Ich habe hier 43 Kilowattstunden verbraucht und habe dann auf also von 70 auf 13% die Batterie geleert. Insgesamt habe ich dann als Verbrauch 20,87 Kilowattstunden. Ich bin 915 Kilometer gefahren und habe als reine Fahrzeit 8 Stunden 12 Minuten gebraucht. Eigentlich war es etwas länger, aber wie gesagt, ich habe 2x7 Minuten abgezogen und dementsprechend komme ich dann hier auf 8 Stunden 12. Die Ladepausendauer war 1 Stunde 23, somit Reisezeit 9,35, verbrauchte Kilowattstunden 191 und geladen habe ich 136. Das mal so als Rahmenbedingung. Jetzt natürlich interessant zu sehen, wie ist das, steht das in Relation zu den anderen Autos, insbesondere natürlich zum Model 3 mit Sommerreifen. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir einen Wintertest mit Sommerreifen gemacht haben? Ganz einfach, im März, April sind ja die ersten Model 3 ausgeliefert worden und die wurden in der Regel mit Sommerreifen ausgeliefert und dadurch sind wir sozusagen bei winterlichen Verhältnissen, also winterliche Verhältnisse für Schleswig-Holstein, dann bei ähnlichen Temperaturen 6 bis 13 Grad hier gefahren mit Sommerreifen und jetzt sind wir bei 13 bis 16 Grad gefahren. Also eigentlich sogar noch günstiger. Ich kann mir vorstellen, wenn ich hier mit dem Tesla Model 3 maximale Reichweite wirklich bei kalten Temperaturen, also unter dem Gefrierpunkt fahre, dass der Verbrauch noch höher ist. Insgesamt ist der Verbrauch 13,4% höher als der mit den Sommerreifen. Das fand ich schon erstaunlich. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass der Unterschied so groß ist. Aber insgesamt können wir, denke ich mal, die Nässe, die wir hatten mit dem Wind und den geringeren Geschwindigkeiten in Relation setzen, sodass das durchaus schon aussagekräftig ist. Also ich vermute mal, dass man so um die 10% einfach mehr verbraucht mit Winterreifen. Interessant ist, die Fahrzeit war dann nahezu identisch, auch die Ladedauer. Und das ist insofern interessant, weil wir hier natürlich deutlich mehr, weil wir ja auch mehr verbraucht haben, geladen haben. Also wir haben hier 136 Kilowattstunden geladen anstatt 127. Aber diese 9 Kilowattstunden machen aufgrund der hohen Ladeleistung da keinen großen Unterschied. Und dementsprechend sind wir relativ mit ähnlichen Zahlen hier angekommen. 94 bis 13 hatten wir Start- bzw. Ziel-SOC oder 95 und 14. Also das ist schon realistisch und auch die Spitzenladenleistungen sind in einem ähnlichen Bereich. Also das heißt, der Test hat ergeben, wir haben 13% mehr verbraucht durch die Winterreifen. Was jetzt natürlich noch interessant ist, ist die Relation zu den anderen Fahrzeugen. Und da muss ich sagen, war ich auch überrascht, wie wenig mein Tesla Model S 75, also das mit Heckantrieb, im Vergleich mehr braucht als das Model 3. Denn ich bin damals parallel, beziehungsweise meine Frau ist parallel zu dem Test mit dem Tesla Model 3 Long Range und Sommerreifen mit dem Tesla Model S gefahren. Und damals hatten wir dann einen entsprechend deutlich höheren Mehrverbrauch. Aber wenn wir jetzt die beiden Winterreifenfahrten vergleichen, dann sind das nur noch 12%. Also das heißt, mein Model S 75 mit Heckantrieb verbraucht
mit Winterreifen bei ähnlichen Temperaturen wie das Model 3 auch nur 12% mehr. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das Model 3 effizienter ist. Denn wenn man sich das jetzt mal überlegt, also ich weiß, dass der Heckantrieb weniger verbraucht als der Allrad und natürlich noch weniger verbraucht als die maximale Reichweite. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, so aus den Erfahrungen weiß ich, dass so ein Model S maximale Reichweite ungefähr 5-10% mehr verbraucht. Und jetzt wissen wir, dass die neuen Raven-Modellen aufgrund des effizienten Motors wiederum 10% weniger verbrauchen. Dann verbraucht im Prinzip der Raven ungefähr so viel wie mein Model S 75 bzw. 5% vielleicht maximal weniger. Und dann sieht man, dass der Abstand gar nicht mehr so groß ist zwischen dem Model 3 und dem Model S Raven. Und für die Langstrecke, ja, was ist besser geeignet? Ich habe jetzt noch keinen Raven maximale Reichweite hier getestet. Aber was ich dir aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass du mit dem Model 3 hier auf jeden Fall sehr gut aufgestellt bist. Zum einen, weil du schneller laden kannst als das Model S. Und zum anderen, weil du, wenn wir jetzt das Reichweiten Plus beim Model S maximale Reichweite sehen, im Prinzip nur bei der allerersten Fahrt einen Vorteil hast. Ne, denn das Model S maximale Reichweite Raven hat vielleicht 50, 60 Kilometer mehr Reichweite. Die kannst du sozusagen beim ersten Mal weiterfahren. Wenn das für dich gerade super hinkommt mit dem Supercharger und den Lademöglichkeiten, dann ist das vielleicht ein Vorteil. Aber auf der Langstrecke danach kannst du dann einfach nicht so schnell und so viel in Relation zum Verbrauch laden wie mit dem Model 3 und dementsprechend verliert dann das Model S immer mehr an Reisezeitvorteil gegenüber dem Model 3, je weiter man fährt. Ja, ich hoffe, die Infos haben dir so einen ganz guten Einblick gegeben. Du siehst hier auch noch andere Fahrzeuge wie den Jaguar I-Pace, der hier 3 Stunden extra gebraucht hat. Oder wartet man die zusätzliche Zeit, das will ich nichts Falsches sagen, 1 Stunde 48 Minuten im Vergleich zum Model 3 und der BMW i3 94 Amperestunden 3,15. Aber den Test, den werde ich euch noch in absehbarer Zeit dann zeigen. Und da sieht man eben halt, wie groß der Unterschied ist. Die Fahrt mit dem Model 3 ist erheblich entspannter, wenn ich da fast 2 Stunden weniger brauche oder 3 Stunden weniger als mit dem BMW i3, denn das ist hier um alle Probleme, die wir hatten, bereinigte Zeit. Insgesamt haben wir hier wirklich von frühmorgens bis spätnachts die Straße unsicher machen müssen. Ja, ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare oder Bemerkungen habt, schreibt sie gerne unter dem Video rein. Wenn ihr das Video teilt, freue ich mich natürlich darüber. Gebt ihnen einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch nicht mein Abonnent seid, könnt ihr den Kanal ganz einfach unterstützen, indem ihr es wert. Klickt hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, die Benachrichtigung einzustellen. So kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.